Ein Unboxing, ein Gewinnspiel, ein wirklich alter, aber sehr lustiger Song meinerseits und eine Herausforderung Neudeutsch Challenge, zu der ich dich gerne einladen möchte. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und das neue Jahr startet sogleich turbulent. Du wirst dich wundern, hier steht ja schon wieder Werbung oben eingeblendet. Was hat er denn dieses Mal schon wieder vor? Aber diesmal bin ich ganz besonders stolz darauf, dass da Werbung steht, denn wir befinden uns in einer zweiten Staffel, das heißt in einer Aktion, die ich schon mal gemacht habe, nämlich die Aktion Ein Mikro, ein Song. Das heißt, ich habe hier dieses Mikrofonset von Focusrite zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen steht hier oben auch Werbung. Nicht, dass du denkst, dass ich der große Werbekanal jetzt werde, aber es wird natürlich hin und wieder mal eingeblendet, weil ich natürlich immer und wieder mal Sachen zur Verfügung gestellt bekomme. Und für diese Aktion freut es mich ganz besonders, denn wie gesagt, vor 2 Jahren, genau Anfang 2017, habe ich diese Aktion schon mal gemacht und wir haben mit nur einem Mikrofon und diesem Set, nein, nicht diesem Set, sondern dem Vorgängerset von diesem hier, haben wir einen kompletten Song aufgenommen mit echtem Schlagzeug, echten Gitarren, echten Vocals und so weiter und so fort. Vocals soll ich nicht immer so oft sagen. Mit echten Stimmaufnahmen, mit echten Gesangsaufnahmen und haben da einen kompletten Song aufgenommen. Falls du dich dafür interessierst, was daraus geworden ist, kannst du gerne mal auf meinem Blog unter recordingblog.com in den aktuellen Artikel zu diesem Video hier reinschauen. Den verlinke ich dir auch nochmal unten in der Videobox und dann kannst du da mal reinhören, was dabei tatsächlich rausgekommen ist. Und jetzt 2 Jahre später, nee, es ist schon 3 Jahre später, ich werde verrückt, 3 Jahre später machen wir also die zweite Staffel endlich. Focusrite hat also nicht geschlafen und sich ausgeruht auf dem Erfolg ihrer Scarlett-Serie, sondern hat dieses neue Set herausgebracht, das ich übrigens im Anschluss an die Aktion dann auch verlosen darf. Also es lohnt sich auf jeden Fall dann auch wieder mit dabei zu sein. Gewinnen kann jeder, der mit beim finalen Livestream dabei ist und jeder, der mir einen Kommentar unter die kommenden Videos von Ein Mikro, ein Song drunter schreibt. Und ich habe dieses Paket noch nicht ausgepackt, das heißt, ich weiß zwar grob, was drin ist, weil ich das ja vor 3 Jahren schon mal gemacht habe, aber ich kann dir mal zeigen, hier die Siegel sind noch hier komplett zu, kann man das erkennen? Ja, genau, die schlitzen wir jetzt gleich auf und gucken mal genau rein, was da drin ist. Denn in diesem Set ist im Prinzip alles drin, was man braucht, um ein kleines Musikstudio zu starten. Da ist ein Mikrofon drin, eine Mikrofonhalterung, gut, ein Stativ sollte man natürlich haben. Dann ist ein Kabel mit drin, ein Kopfhörer ist sogar mit drin und es ist natürlich das Audio-Interface mit einem Kabel, mit einem USB-Kabel, braucht man keine Stromversorgung, klemmt man direkt an den Rechner dran, ist alles da drin, schauen wir uns gleich nochmal genauer an und damit kann man im Prinzip natürlich direkt starten. Das ganze Set kostet so etwas über 260 Euro, glaube ich, wenn man es im Handel käuflich erwerben will, kann ich dir auch mal einen Link unten in die Videobox reinschreiben und mit dem Link unterstützt du dann meinen kleinen Blog auch ein kleines bisschen, indem du da einen Affiliate-Link anklickst, aber dazu dann unten mehr in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Wir gucken jetzt mal in dieses Set rein und wie gesagt, gewinnen kann man es, da kann man sich schon mal drauf freuen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dieses Jahr aussieht, denn die dritte Version von der Scarlett soll tatsächlich was ganz Besonderes sein, denn beim Audio-Interface wurde nochmal richtig draufgelegt. Die zweite Version war ja schon gut, ich habe sie sehr oft eingesetzt, hier auch im Blog für Aufnahmen und jetzt gucken wir mal, ich mache mal das Paket hier auf, jetzt ist es aus dem Bild rausgerutscht, aber ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera rein, damit du siehst, was drin ist. Ich mache jetzt auch nicht hier das mega klassische Ui, guck mal, was da alles drin ist, sondern ich habe gerade schon grob beschrieben, was drin ist. Also, wir haben den Kopfhörer, ein geschlossenes Modell, auch alles noch eingepackt, das muss ich da mal separat rausholen, das können wir mal hier kurz grob machen. Und dann kann ich mal testweise kurz aufsetzen, wie er sich anfühlt, der Kopfhörer. Mal gucken. Boah, nicht unangenehm. Also ein kompletter Kopfhörer, studiotauglich, mit sogar einer Klinke hier unten dran, 6,3 mm Stereo, mit der man dann das gute Stück hier ans Audio-Interface befestigen kann. Wir gucken mal hier in diese Verpackung rein. Also wie gesagt, für diese 260 Euro bekommst du tatsächlich ein komplett funktionierendes, fertiges Studio-Set und kannst quasi direkt loslegen, ob du echte Musik aufnehmen möchtest oder ob du einfach mit einer DAW erstmal aus Loops und allem dir etwas zusammenbauen willst. Und da haben wir es. Ich halte es mal vorne in die Kamera rein, damit du es sehen kannst hier. Das ist das neue Scarlett 2i2. Und das Besondere an dem Scarlett 2i2 ist nicht nur, dass es mit 24-Bit und 192 kHz aufnimmt, sondern dass es hier vorne diese R-Schaltung drin hat. Die war früher den etwas teureren Preamps hier vorbehalten von Focusrite, aber man hat sich anscheinend entschieden, in der dritten Generation diese R-Schaltung reinzubauen und die soll nochmal für luftigere Aufnahmen sorgen und insgesamt soll die Eingangsstufe hier auch deutlich mehr Dynamik vertragen. Da bin ich sehr gespannt, weil wir nehmen echte Gitarren, laute Gitarren auch auf, wir nehmen echtes Schlagzeug auf und das Ganze nur mit einem Mikrofon, das hier nämlich reingepackt ist und dieses Mikrofon packen wir jetzt auch mal aus. Guck mal, ein Kondensatormikrofon. Man kann also damit auf jeden Fall schon mal richtig anfangen durchzustarten. Und holen es mal raus. Guck mal, sieht richtig wertig aus, ne? Ein schönes,
ja, ob da jetzt eine große Kapsel drin ist, weiß ich. Ja, tatsächlich. Also gegen das Licht gehalten sieht es auf jeden Fall aus, als wenn da eine große Kapsel drin wäre. Oft ist es ja auch so, dass da eine Kleinmembrankapsel drin ist, wobei diese nicht unterschätzt werden darf. Ne? Also diese Fingerstabmikrofone, diese Kondensatormikrofone, diese Kleinmembranmikrofone haben rein technisch die besseren Aufnahmedaten als eine Großmembrankapsel. Trotzdem bevorzugen ja viele Leute die Großmembraner. Und wir hören uns das dann einfach mal an, wenn wir Vocals, also Stimmaufnahmen damit machen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was das Mikro kann. Also echte Gitarre nehmen wir damit auf, echtes Schlagzeug. Und die ganze Aktion, hier ein Mikro, ein Song. Hier ist übrigens noch ein Kabel mit drin zum Anschluss. Und natürlich hier noch ein USB-Kabel, auch noch mit dem Anschluss. Geht also direkt an den Rechner ran, funktioniert also direkt. Also ein komplettes Set, bin sehr begeistert. Und die ganze Aktion, wie ich es gerade schon sagen wollte, dauert dann ungefähr 6-7 Folgen. Wir werden mal im Verlauf sehen müssen, wie ich tatsächlich vorankomme. Das heißt, wir nehmen erst das Schlagzeug auf, wie gesagt, mit einem Mikrofon. Dann nehmen wir Bass auf, Gitarren, Keyboards werden dann wahrscheinlich programmiert, die kann ich wahrscheinlich nicht aufnehmen mit dem Mikrofon. Dann nehmen wir natürlich die Stimmen auf, die ganzen Gesangsaufnahmen und wir werden das Ganze dann live abmischen in einem finalen großen Live-Mix. Und wenn du dich fragst, um welchen Song es sich dabei handeln wird, das ist die große Herausforderung, die ich gerade in der Anmoderation schon angesprochen habe. Denn ich habe mir gedacht, naja, wir schreiben dieses Mal keinen Song speziell für diese Aktion, sondern wir machen einfach mal eine Herausforderung und zu der möchte ich dich dann auch mal einladen. Ne? Die Herausforderung für mich persönlich ist, dass ich einen meiner ältesten Songs nehme, den ich jemals aufgenommen habe. Nicht, den ich jemals geschrieben habe, weil ich habe schon erste Songs, also nicht wirklich gute Songs, aber erste Songs schon mit 16 geschrieben. Aber dieser Song, den ich da ausgesucht habe, den habe ich 2003 auf meinem damaligen wirklich winzig kleinen Computer aufgenommen, der wahrscheinlich so viel Rechenleistung hatte wie heute ein iPad oder ein Handy vielleicht sogar. Aber den habe ich damals da aufgenommen und der klingt ganz wunderbar. Den hören wir uns gleich mal an und ich finde ihn auch persönlich nach wie vor lustig, obwohl da mittlerweile schon 17 Jahre ins Land gegangen sind, seit ich diesen Song geschrieben und aufgenommen habe. Hören wir uns gleich in der Session auf jeden Fall nochmal an und diese Herausforderung soll sein an dich dann auch, geh doch mal in dein Archiv, schau doch einfach mal nach und grab mal ein bisschen rum, was du an altem Material findest und stell dich mal der Herausforderung, diesen Song heute nochmal neu aufzunehmen, denn man möchte ja mal feststellen, ist man eigentlich weitergekommen beim Aufnehmen, hat man sich weiterentwickelt, ist man besser geworden in der Technik, Aufnahmetechnik, vielleicht im Instrumente spielen und so weiter oder im Aufstellen von Mikrofonen und so weiter und so fort. Und normalerweise würde man dann eine neue Aufnahme von heute nehmen und würde sagen, ja, die höre ich mir mal an, ja, die klingt deutlich besser als eine Aufnahme von damals. Aber wahrscheinlich sind das zwei verschiedene Songs. Die beste Vergleichsmöglichkeit zu gucken, ob man wirklich weitergekommen ist, hat man doch wahrscheinlich, wenn man einen Song von damals nimmt und den heute nochmal neu aufnimmt, neu produziert, nochmal ein neues Ding daraus macht und dann die beiden halt nebeneinander hält und dann mal guckt, wie man sich wirklich weiterentwickelt hat. Sowohl im Sound als auch in der Aufnahmetechnik und in allem, was ich gerade aufgezählt habe. Das soll also die Herausforderung sein. Grab doch mal in deinem Archiv und guck mal, ob du dich vielleicht jetzt im Januar 2020 der Situation stellen möchtest und diesen alten Song von dir nochmal neu aufnimmst. Auch vielleicht, um einfach nochmal einen alten, liebgewonnenen Song nochmal in einem neuen Kleid zu präsentieren. Kann auf jeden Fall eine schöne Herausforderung sein. Ich lade dich dazu ein, wenn du einen Mix fertig hast von einem von deinen alten Songs, schick mir gerne beide zu. Schick mir beide einfach an jonas@recording-blog.com und ich freue mich auf alle Zusendungen, die da auf jeden Fall ankommen. Jeder, der mir was zusendet, nimmt auf jeden Fall auch am Gewinnspiel teil. So viel ist schon mal sicher. Aber wie gesagt, die große Auflösung gibt es dann im Februar. Die ganzen Gewinnspielbedingungen schreibe ich auch nochmal in den Blogartikel rein. Und damit du weißt, über welchen Song wir jetzt hier sprechen, welchen wir hier mit dem Focusrite Set aufnehmen werden, dann schauen wir jetzt gleich mal in die Session rein und hören uns den Song noch an. Zwei Sachen habe ich schon vorbereitet für diesen ganzen Song. Ich habe schon mal das Tempo herausgefunden und ich habe schon mal die Tonart herausgefunden, denn ich konnte mich natürlich nach 17 Jahren jetzt auch nicht mehr daran erinnern, in welcher Tonart ich den Song geschrieben habe. Tonart habe ich also herausgefunden. Wenn du wissen willst, wie man ganz einfach eine Tonart herausfinden kann von einem Song, den du vielleicht machen möchtest, weil vielleicht möchtest du nicht einen eigenen Song machen oder hast keinen alten Song und möchtest aber vielleicht ein Cover mal nachbauen, geht nämlich auch, das ist nämlich das Gleiche, was wir hier machen, ich mache nur ein Cover von meinem eigenen Song, dann findest du hier oben auf jeden Fall schon mal einen Link zu einem Video, wie man das ganz leicht herausfinden kann. Und wie ich das Tempo herausgefunden habe, das verrate ich dir nächste Woche im Video, im Quicktip am Montag, denn wir werden donnerstags jetzt immer ein Mikro, ein Song machen und montags gibt es dann wie gewohnt den Quicktip hier im Recording-Blog. Und falls du diesen Quicktip nicht verpasst,
verpassen möchtest oder überhaupt kein neues Video verpassen möchtest, was du hier im Recording-Blog siehst, dann klick doch jetzt schnell auf den Abo-Knopf, vergiss die Glocke nicht daneben, dann kriegst du nämlich eine Erinnerung, wann das nächste Video rauskommt. Wenn dir das hier also gut gefällt, hier bei mir im kleinen Recording-Blog-Land, in der kleinen Recording-Blog-Familie, dann lass einfach ein Abo da, drück den Glockenknopf und du bleibst auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Wir gehen jetzt rüber in die Session und gucken einfach mal, um welchen Song es sich genau dreht und ich bin mal gespannt, was du von diesem Song hältst. Den ganzen Song gibt es dann zu hören, auch im Recording-Blog, auch in einem Artikel, der passend jetzt zu einem Mikro ein Song erscheint und wir gehen jetzt mal rüber in die Session und schauen uns und hören uns vor allem mal an, worum es tatsächlich da geht. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, ist das eine komplett jungfräuliche Session, die ich hier angelegt habe in Studio One. Studio One habe ich als Beispiel genommen, weil es eine relativ günstige Software ist. Man kann für knapp 100 Euro kann man, glaube ich, die Artist-Version von Studio One kaufen und hat da schon jede Menge Plugins dabei, alle Möglichkeiten und so weiter. Ich habe hier zwar die Pro-Version, wir werden aber bei ein Mikro, ein Song nur die Features, also die Leistungsmerkmale nutzen, die Studio One in der Artist-Version dabei hat. Das heißt, nur Plugins, die auch mitgeliefert werden, keine Dritt-Plugins und schauen mal, wie weit wir tatsächlich damit mischen können mit dem Stand heute. Das ist die Version 4 von Studio One. Bei dem kompletten Paket von Focusrite ist auch Software dabei. Das heißt, du könntest damit sogar direkt losstarten. Ich würde aber empfehlen, hier tatsächlich nochmal 100 Euro in die Hand zu nehmen und nochmal eine Software dazu zu packen. Ob das dann Studio One ist oder die günstige Variante von Cubase, Pro Tools oder was sonst wo, ist eine Geschmackssache. Ich mache es jetzt einfach mal in Studio One, weil ich damit auch einigermaßen firm bin. Den Song habe ich hier schon aufgemacht. Wie gesagt, die Tonart ist, habe ich schon rausgekriegt, die ist E-Dur und das Tempo haben wir auch schon rausgekriegt. Das ist 95 Beats pro Minute. Wenn du wissen willst, wie ich das rausgekriegt habe, kann ich dir das gerne verraten im Video nächsten Montag, im Quick-Tipp am Montag, der dann nächsten Montag erscheint. Und wie gesagt, wenn du es nicht verpassen willst, dann drückst du einfach auf den Abo-Knopf, vergiss die Glocke nicht daneben, dann kriegst du auf jeden Fall eine Erinnerung daran, wenn das Video rausgekommen ist. Musst du ja nicht direkt am Montag gucken. Ne? So, wir hören gleich mal in den Song rein. Kurz zur Historie von diesem Song, den habe ich 2003 geschrieben, als ich damals einen Rapper gehört habe, der mir aufgefallen ist durch seine unfassbare Möglichkeit zu rappen, ohne die Zähne auseinanderzukriegen. Das fand ich damals sehr lustig und wenn du dich für die gesamte Geschichte interessierst, die kann ich dir hier mal verlinken. Ich habe das nämlich im letzten Livestream erzählt, wo ich unter anderem das Gewinnspiel vom Adventskalender aufgelöst habe. Falls du das verpasst haben solltest und vielleicht noch nicht weißt, ob du ein Gewinner oder Nicht-Gewinner bist, kannst du auch da mal reinklicken und mal reinschauen. Da wurde auch einiges verraten. Unter anderem über diesen Song, den haben wir uns da ganz angehört. Wir hören jetzt einmal ein Stück rein, bis zum ersten Refrain, weil den finde ich wirklich sehr witzig. Ist halt mein Humor, muss nicht deiner sein, aber ich mag das sehr gerne, was ich damals gemacht habe und es ist doch schön, wenn man nach 17 Jahren immer noch behaupten kann, dass man seine Songs selber gerne hört. Das Tolle ist, dass ich diesen Song jetzt hier angelegt habe im echten Tempo und natürlich auch weiß seine Tonart. Wenn du ein Cover machen solltest zum Beispiel, also wenn du keinen alten Song jetzt machen würdest im Rahmen dieser Challenge, sondern irgendwie das nutzt jetzt, um einfach mal ein Cover von deinem Lieblingssong zu machen, dann ist es immer gut, wenn man eine Referenz da am Start hat und deswegen habe ich diesen Song halt auch hier angelegt. Ich möchte mich daran orientieren, möchte den als Ausgangsbasis nehmen und möchte natürlich auch hören, was ich damals gemacht habe. Ich erinnere mich ja auch nicht mehr an jedes Detail, was ich da aufgenommen habe und kann so jedes Mal reinhören, was hier tatsächlich Ambach gewesen ist damals. Aber jetzt hören wir erstmal rein in den Song. Ich empfehle dir jetzt noch dran zu bleiben bis zum Refrain, weil der gefällt mir persönlich gut und dir wird er, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Und wir sehen uns dann die Tage wieder zum nächsten Video hier im Rahmen von Ein Mikro, ein Song oder im Quicktip oder in einem anderen Video. Und bis dahin sage ich jetzt schon mal Yasu und starte jetzt einfach mal den Song. Los geht's! Coole Sau auf dem Land und in der Stadt und ich zeig den ganzen Girlies, wo der Frosch die Locken hat. Ja, die Straße ist der Ort, wo ich's allen anderen zeig, denn die Mädels warten nur auf mich, soweit ich weiß. Wenn ich kurve oder move oder mit dem Skateboard cruise, bin ich ungeschlagen Buse. Böse wollte ich sagen, was ich meine ist natürlich nett, denn was ich so gerne hätte, ist ne Maus, so sieht's aus. Weil ich bin zurzeit eher solo auf der Suche nach ner richtig scharfen Braut. Muss nicht blond sein oder braun, aber mich aus der Socken hauen. Darf nicht wehtun oder schmerzen, hat den Fleck am Richt genetzt. Hat das Herz am Richt genetzt? Sag ich ja, geht weg. Ich mein, bleib doch lieber da, weil eins ist sonnenklar. Denn wenn ich mal eine sehe und zum Ansprechenden gehe, sprich ich flüssig und auch verklemmt, weil mein Kiefer ist gehemmt. Ist beim Rappen echte Pflicht, doch bei Mädels hilft es nicht. Weil immer wenn ich da normal sprechen will, geht die Maulsperre nicht weg und ich krieg die Zähne nicht auseinander und die Dame meiner Wahl geht stiften und ich kann doch nichts dafür, außer mich entschuldigen und sagen, dass ich eigentlich total nett bin und versuche mich beim Sprechen richtig anzustrengen, aber ich hab trotzdem dieses Problem, meine Zähne auseinander zu kriegen. Egal ob ich rapp oder sing, hab ich trotzdem dieses Problem, meine Zähne auseinander zu kriegen. Er hat trotzdem dieses Problem, seine Zähne auseinander zu kriegen. Egal ob er rappt oder singt, hat er trotzdem dieses Problem, seine Zähne auseinander zu kriegen.